Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und ja, es geht mal wieder um meinen 3D-Drucker. Und das ist nichts Neues und ihr werdet auch nichts Neues von mir erfahren. Ich möchte das auch hier nur mit aufnehmen. Vielleicht kennt ihr noch das Video, was ich euch hier gezeigt habe. Ja, und das war ein Vergleich, den AnyCubic Cobra 3 Combo mit dem BambuLab A1. Und es gibt natürlich auch eine Neuigkeit und dann habe ich mich doch überwunden, euch das Video zu zeigen. Und hier bedanke ich mich auch nochmal vielmals bei GeekBeing, die mir den AnyCubic Cobra 3 Combo kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um ihn hier euch vorzustellen. Das Video soll gar nicht so lange werden, denn wichtig, solange ihr hier noch guckt, ja, ich möchte hier einen zweiten Teil machen und da seid ihr gefragt, denn ich möchte natürlich den Vergleich machen, der ansteht. Plus, wenn ihr Fragen habt, ja, wie gesagt, es gibt ja schon jetzt so viele Videos auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, hey, kannst du das mal zeigen oder Willi, wie ist das? Dann stellt ihr mir unten und die fließen dann in dem nächsten Video, also im zweiten Teil mit dem Vergleich, was ich gut finde und was ich nicht so gut finde bei beiden oder was bei dem einen besser ist und was bei dem anderen nicht, fließen mit ein. Und das würde mich freuen, umso mehr Kommentare reinkommen, umso lebendiger wird das Video. Gut, was ist zu sagen? Ja, wer mich kennt, ja, ich habe angefangen mit einem AnyCubic, ja, mit dem Mega S und ich habe fast alle AnyCubic 3D-Drucker und das ist der erste, und das sage ich euch wirklich, der erste, den ich nicht selber zahlen musste. Ja, gut, und da freue ich mich auch drum, denn das spart mein Geldbeutel. Aber ich möchte euch hier in diesem Video nur zeigen, mal kurz das Unboxing, also wie er ankommt oder wie er bei mir angekommen ist. Dann vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen das Einrichten. Da kann ich schon euch sagen, beim Einrichten, wenn man das ohne Combo macht, ja, ist der unter, ja, in 10 Minuten ist der fertig zusammengebaut mit Combo, ja, die ganzen Kabel und Dings so hin und her. Das dauert dann schon ein bisschen länger, aber immer noch ein bisschen schneller als bei den Mitbewerbern. Gut. Dann möchte ich euch aber auch schon im Vorfeld zeigen, was ich gedruckt habe. Natürlich haben wir den Benji gedruckt, den hat er in 17 Minuten gedruckt. Hier, seht ihr mal. Ja. Und ich muss sagen, da schicken die sich alle nichts. Ja. Klar könnte ich jetzt noch näher gehen, aber das ist schon eine gute Qualität. Und schlimm wäre es, wenn es nicht so wäre. Ja. Auch hier, das ist kein AnyCubic-Filament, sondern ein Filament von mir gewesen. Also bin ich zufrieden. Der ist out of the box gedruckt worden, also mit den Voreinstellungen, was die hinterlegt haben. Dann habe ich, ist ja jetzt Kürbis-Time, ja. Ihr seht ja hier hinten, seht ihr schon, den AnyCubic. Und da könnt ihr euch wirklich freuen. Der kommt jetzt auch bald die Tage online, das Video. Ich hoffe, das macht euch wirklich Spaß, denn das hat mir Spaß gemacht und wird mir auch noch weiter Spaß machen. Und ja, da ist auch noch ein Kürbis, ja. Schaut mal, den kann man natürlich auch in mehr Farben machen. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich jetzt einfach nicht so viel Zeit hatte. Und ich möchte mich auch mehr oder weniger auf das zweite Video konzentrieren. Gut, dann haben wir den euch gezeigt. Dann habe ich mal auch out of the box hier, damit wir mehr Farben haben, ja, diesen Ring ausgedruckt. Der war mit dabei. Auch eine nette Geschichte, ja. So. Am besten ist, ich halte das mal so, ich weiß ja nicht. Da ist halt einfach zu zeigen hier, ja, Print in Place, hat er auch super gemacht. Aber ihr braucht euch nicht wundern, ja, das, ja, schaut mal, das, ja, und das, kennen wir ja alle. Demnächst werde ich tatsächlich mal so ein Recycling Filament Extruder holen, wo ich mir selber das Filament mache und dann solche Sachen verwerten kann, weil das ist mir mittlerweile auch zu viel. Oder schick's der Recyclingfabrik. Schönen Gruß an Rudi. Ja. So, dann habe ich hier auch mit einem schönen Filament von Sandu. Ja, also hier, das kennt ihr alle. Ja, das ist eine Datei von STL.
Flix. Schön, auch hier sieht man schön die Passgenauigkeit und das hat er echt super schön gedruckt. Ja, also kann man auch wirklich nichts sagen. Also drucken können sie, wäre schlimm, wenn nicht. Alles Standardeinstellung, da habe ich jetzt nichts Großartiges verändert, da geht bestimmt sogar noch mehr. Aber ich wollte jetzt einfach mal mir so einen ersten Eindruck holen. Auch hier habe ich mir mal so ein Spielzeug nochmal raus runtergeladen. Ja, kennt ihr ja, auch das funktioniert einwandfrei. Print and Place, das sind immer so die Sachen, wo man das wirklich mal gut testen kann. Ja, hier, wo man den Eltern so richtig schön auf den Keks gehen kann. Ja, gut, ja. Dann habe ich noch einen Kürbis gedruckt, ja, wie kann es anders da sein, eine schöne Kürbislampe, ja, und da kommt dann ein Leuchter rein und dann leuchtet das. Gut, all das habe ich jetzt mal getestet, ist nicht viel, aber soweit war ich jetzt wirklich zufrieden, ja, hier ist mir selber ein Malheur passiert, und aber im Endeffekt finde ich, sieht es immer noch gut aus. Das zu den 3D-Druck. Installation, wie gesagt, war einfach mit der ACE. Das ist ja jetzt neu. Ja. Und ich finde es immer gut, wenn man so eine ACE hat, ja, oder eine AMS, dann hat man schon mal 4 Rollen aus dem Weg. Was sagt ihr dazu? Auch das ist natürlich das Stichwort, denn anders zur der AMS kann der auch heizen, also ist im Endeffekt auch ein Dryer. Wenn man sich das Filament einstellen, je nachdem, kann man das dann drinnen lassen und dann trocknet er das auch. Also das ist auch schon mal, sage ich mal, ein Plusvorteil, was mir wirklich aufgefallen ist. Dann vom Verbauen her, muss ich sagen, ist es sehr edel. Also ich muss ehrlich sagen, bei Anycubic, da haben sie einen ganz schönen Schritt gemacht. Also das gefällt mir ganz gut. Ist immer Luft nach oben, ja, keine Angst. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Also wie gesagt, erstmal schicken die sich nicht viel. Aber was jetzt interessant ist für euch, da schaut mal rein. Da gehen wir mal kurz auf die Webseite, denn der Preis ist jetzt anders da geworden. Und da gibt es jetzt eine Aktion, ne, die läuft von eigentlich heute bis zum 20. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Und da schauen wir mal kurz rein. Denn der Preis, der ist jetzt natürlich wirklich interessant. Gehen wir doch mal auf die Geekbang.com Seite, ja, und da sehen wir, die haben momentan eine Special Aktion, ja, ihr könnt hier auch sparen 60 Euro, wenn ihr euch anmeldet, und hier ein Flash Deal von 379 Euro, ja, und wenn man bedenkt, der Bamboo Lab kostet 499 Euro, ja, also kann man sich da einen guten über 100 Euro sparen, und da geht auch weitaus mehr. Ja, für 379 Euro mit Combo plus Dryer, also eigentlich ist es ja 3 in einem, wenn man es so sieht, ja. Also das ist schon wirklich ein Kampfpreis und interessant. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man da sogar Erstkunde ist oder E-Mails, kriegt man sogar nochmal 60 Euro. Da will ich mich jetzt nicht festlegen, also nagelt mich da nicht fest. Und dann ist das natürlich schon ein Kampfpreis, denn bei dem A1 hat sich nichts geändert, der ist weiterhin auf 499. Gut, wir gehen jetzt auf Oktober, Halloween, da werden noch mal die Rabatte purzeln. Ja, das sind immer so die Sachen, wo es interessant ist, so was zu kaufen oder so eine Anschaffung zu machen. Aber ich muss sagen, ein wirklich guter Preis, und das ist der Drucker allemal wert, wenn ich bedenke, was damals mein Mega S gekostet hat, ja. Und was ich dafür bekommen habe im Vergleich, krass. Also das ist auf alle Fälle positiv. Was mir aufgefallen ist, mit dem Anycubic Slicer, ich habe extra mal nur mit dem gedruckt. Man kann das natürlich jeden anderen Slicer dann auch nehmen. Er macht natürlich auch wie alle anderen jetzt auch Wi-Fi. Da muss ich sagen, da ist viel Luft nach oben. Ja, aber das zeige ich euch auch mal einen kurzen Einblick. Und bin aber auch nicht so in die Tiefe gegangen. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr mehr sehen wollt oder das interessiert euch, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, das fließt alles in den zweiten Teil. Ja, und dann machen wir jetzt auch gar nicht so lange, denn jetzt kommt das Unboxing, die Installation. Das, was ich gedruckt habe, habe ich euch gezeigt. Wird vielleicht nochmal einen kleinen Abspann da geben und dann auch schon wieder das Fazit.
Und ich hoffe, da sehen wir uns nochmal. Ja, da steht er, der Anycubic Cobra 3 Combo. Und wollen wir ihn mal auspacken? Natürlich wird das so nicht funktionieren, da komme ich ständig hoch. Den werde ich auf den Boden stellen und dann wird er wahrscheinlich genauso wie beim Bambolab so eine Tüte dabei sein. Checken wir das mal und dann gucken wir, was drin ist. Ja, machen wir unseren obligatorischen Schnitt. Toll, da sieht man schon, was hier passiert. Ja, das ist die Tüte mit dem Griff. Und so ziehen wir jetzt mal raus und heben den auf den Tisch. Das mache ich natürlich nicht, denn ich habe es mit dem Rücken. Also hole ich mir jemanden. Ja, da steht er. Und ich sage euch eins, das ist gar nicht so einfach, den da rauszuheben. Also hatte jetzt wirklich jemanden, der wirklich Kraft hatte. Ja? Und ja, am besten macht ihr es zu zweit. Gut, dann wollen wir mal hier den Mantel wegmachen. Dann heben wir mal den Deckel ab und schauen, was sich da verbirgt. Jawohl. Was sehen wir denn da? Die Anleitung. Und hier schon mit Kombi, ja. So sieht das dann aus. Natürlich hier den USB-Stick, eine Menge Zeug für die Montage. Ja. Das wird für einen Rollenhalter sein. Das auch. Uiuiui, da muss man aufpassen. Das ist das Display. Ja. Dann haben wir hier den Netzstecker. Das wird für die Combo sein, ja, ein Anschlusskabel. Noch ein Netzstecker, also wird die Combo separat angesteckt. Und hier haben wir den Extruder. Bin ich mal gespannt. Also der sieht ja jetzt mal sehr futuristisch aus. Also abgesehen, er soll ja seinen Nutzen haben. Aber das gefällt mir schon mal von Anycubic wirklich gut. Und hier, ja, schaut, so sieht das von unten aus. Und hier ist der Extruder. So, hier, das wird zum Schneiden sein. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier, ja, das sieht auch schon bekannt aus. Ja. Bin ich gespannt. Und jetzt schauen wir mal, ja, ist leer. Können wir wegtun. Und hier entpuppt sich schon langsam der Anycubic. Ja, so sieht er aus. Anycubic Cobra 3. Wie gesagt, hier gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, schönes Design eigentlich. Kann ich nicht meckern. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch schon mit der Montage an. Ich zeige euch noch schnell, was alles dabei ist im Überblick. Und dann geht es schon los. Ja, hier sehen wir den Anycubic ACE Pro. Dann haben wir hier den Cobra 3. Ja. Neuen Glanz und hier, was dabei lag, natürlich hier die Teflon-Schläuche, hier nochmal den Extruder, das Display, zwei Netzteile und hier das Werkzeug, den USB, die Schrauben und hier nochmal ein Rollenhalter und das wird wahrscheinlich für die ACE sein. Hier nochmal alles zusammen. So, jetzt werden wir mal
den anmachen. Angeschlossen ist er. Ja, und jetzt werden wir auch den Anycubic das erste Mal anschalten. Und wie wir hier schön sehen können, haben wir hier nur zwei Sprachen. Ja. Dann machen wir mal hier Next. Der Print ist fertig, können wir sagen, close. Er hat 17 Minuten gebraucht, also mit Nivellierung natürlich und Kalibrierung. Gut, den schauen wir uns später nochmal genauer an. Jetzt drücken wir uns die K3 Kamera Mount aus, soll 55 Minuten dauern. Also ich werde jetzt wie gesagt erstmal hier alles out of the box drucken und dann schauen wir uns dann mal weitere Ergebnisse an. Kommen wir zum Fazit. Also ihr seht, das ist alles kein Hexenwerk, den einzustellen. Ich will nochmal betonen, also für diesen Preis ist er auf alle Fälle sein Geld wert. Ich werde natürlich weiterhin testen jetzt und drucken, auch mal in die Höhe, mal mehrfarbig. Ja. All das werde ich ausprobieren, aber mich würde es wirklich, wirklich, wirklich freuen, wenn ihr Vorschläge macht, Willi, druck doch mal das oder kannst du mir das sagen oder was ist der Unterschied zwischen dem und dem, ja, es wird, wie gesagt, dann dieses VS kommen, ja, also Anycubic Cobra 3 Combo gegen Bamboo Lab A1 Combo, ja, und all das, was euch einfällt dazu, Fragen, ja, was ich machen soll, schreibt bitte in die Kommentare, das fließt in dem nächsten Video ein. Gut, was bleibt mir noch zu sagen? So weit muss ich sagen, ist das alles soweit okay. Der kann das, was er verspricht. Wenn man da noch mal tiefer in die Einstellung geht, dann ist das auch okay. Ich konnte jetzt grob noch nichts feststellen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, kommt man näher ran. Also es gibt auch total was Negatives. Ja? Also es ist nicht so, dass alles schön ist. Ja? Und ich auch nicht alles schön rede, was ich umsonst kriege. Ja? Kleine Anspielung. Nein, Spaß muss sein. Immer ordentlich schreiben, finde ich mehr wert, als wenn man nichts schreibt und dann einfach nur negativ bewertet oder keine Ahnung. Also, kommen wir nochmal zu dem, was mir aufgefallen ist. Das Kabel von der ACE, das geht hinten
raus von der ACE und geht vorne rein in den AnyCubic Cobra 3. Das hätten wir vielleicht anders da lösen können. Wäre mir lieber gewesen, irgendwie einen Anschluss zu haben, was nach hinten rausgeht oder seitlich rausgeht. So vorne, ihr seht es, da hängt es darunter. Je nachdem, wo es dann Platz findet, finde ich nicht so eine tolle Lösung. Man kann auch noch eine Webcam anschließen. Das ist zum Beispiel jetzt auch mal so ein Nachteil. Die ist noch nicht integriert. Ja, aber bei dem Preis ist das schon auch eine Kampfansage. Beim AnyCubic hier ist alles natürlich seitenverkehrt, weil man möchte ja auch nicht jetzt sagen, ich habe da gekupfert oder so. Ja. Das hat aber auch manchmal einen Vorteil, wenn man ein anderes Gerät hat, was in die Richtung schießt und der andere in die Richtung schießt, dann kann man einen Behälter machen und dann schießen die beide in den Behälter. Auch eine gute Lösung. Ja. Also so schlecht, man muss immer das Positive sehen. Nein, aber das sind ja keine negativen Sachen, sondern nur mal so eine Anmerkung. Was mir immer noch fehlt, ihr da draußen, ihr Ingenieure und Techniker, warum macht ihr den On-Off-Knopf nicht nach vorne? Das wäre für vielen so toll, man müsste nicht hinten rum oder mal Seite, das ist halt immer, wenn man 15 Drucker hat, der eine ist hinten, der andere ist an der Seite, es habt sogar zwei, die vorne anzuschalten sind. Also warum funktioniert das nicht? Ja, klar ist das ein Mehraufwand oder ein Kabel, was man noch verlegen müsste, nach hinten zum Netzteil, keine Ahnung. Aber ich finde, es wäre viel praktischer, wenn man die Geräte vorne anschalten könnte. Sagt mir doch mal eure Meinung. Findet ihr das wichtig? Findet ihr das weniger wichtig? Ja, lasst ihr den an und macht es dann über eine Dreiersteck. Also über, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, warum machen die das nicht? Ich möchte den Grund wissen. Gut, das war's von meinem Fazit jetzt. Wir wollen das gar nicht so lange machen. Wie gesagt, schreibt alles rein in die Kommentare, was euch interessiert bei dem zweiten Video. Ich bedanke mich nochmal bei GeekBeing, die mir das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Geht mal auf die Webseite. Wirklich, da ist jetzt diese Aktion. Da könnt ihr richtig vielleicht, wenn ihr Interesse an so einem Drucker habt, ein Schnäppchen machen. Ja? Okay, in diesem Sinne, das war's. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich wie immer sehr freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und für alle, die es interessiert, schaut mal in meinen Kanal vorbei. Da gibt es einige Videos über 3D-Druck, Laser, Do-it-yourself, Roboter, Arduino. Ja, demnächst auch wieder ein neues Projekt. Also schaut rein. Das war's.